Schatten voraus. Ich habe mich entschlossen, ein allerletztes Mal meine Talkshow Günther Jauch zu moderieren. Von Günther Jauch, mit Günther Jauch, für Günther Jauch. Kommenden Dienstag feiern wir den Geburtstag von Dr. Angela Merkel. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es ist Ihr 100. Hä? Sie sind 100 Jahre alt! Weiß ich doch! Ja! Wenn mir das jemand gesagt hätte, dass ich das Jahr 2054 noch erleben werde. Sie haben sogar noch einen neuen Lebensabschnitt begonnen und eine WG gegründet. Statt Altkanzler Schröder Pate für diese Idee. Wer? Altkanzler Schröder stand der Pate für die Idee mit der Wohngemeinschaft. Schröder ist ein Pate? Nun, er fühlt sich im Kreml sehr wohl. In seiner Lebensgemeinschaft mit Putin und Depardieu. Dass ausgerechnet Helmut Kohl und Helmut Schmidt zu Ihnen gezogen sind. Bringt das nicht aufgrund des Alters bestimmte Probleme mit sich? Was ist witzig? Ob das Alter Probleme mit sich bringt? Als ob Sie das nicht wüssten. Was? Nun wissen Sie, ich denke manchmal, die Pflege ist schon sehr aufwendig. Und ist das nicht zu viel Arbeit für einen allein? Aber Helmut Schmidt kümmert sich rührend um uns. Nur der Gesundheitszustand von Helmut Kohl gibt immer wieder Anlass zur Besorgnis. Nein, Herr Jauch, da muss ich widersprechen. Es geht ihm sehr gut, solange die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Jetzt will ich Ihnen mal was sagen, Herr Jauch. Ja. Sie sollten sich mal angewöhnen, laut und deutlich zu sprechen. Ich hatte übrigens letztes Jahr eine Hüftoperation. Nachdem ich im Winter 2014, war das, glaube ich, beim Skifahren einen Po-Faller hatte. Was hatten Sie? Einen Po-Faller. Immer schwerer. Aber jetzt habe ich zwei neue Hüftgelenke. Da bekommt der Name Teflon-Kanzlerin eine ganz neue Bedeutung. Beitrittsverhandlungen so lange hinausziehen. Ich soll mich ausziehen? Da wird mein Mann sauer. Ich höre auch das Publikum hier. Ja, okay, die Verhandlungen mit den Türken, die ziehen sich hin und ziehen sich hin. Aus. Mir ist eine privilegierte Partnerschaft der Türkei sehr wichtig. Aber wir sollten nichts überstürzen. Das hat auch der Beitritt Äthiopiens und der Mongolei wieder schmerzlich bewiesen. Sie haben sich ja für ein Europa der zwei Geschwindigkeiten ausgesprochen. Die nördlichen Länder behalten den Euro und die schuldengeplagten Südländer bekommen eine neue Währung. Ja, den Schrotti. Stichwort Innenpolitik, Bild online. Verbreitet.
bewertet, dass Sie im Falle eines Wahlsieges nicht die ganze Legislaturperiode Kanzlerin bleiben wollen. Was ist denn dran an den Gerüchten? Nun, Herr Jauch, man sollte auch Jüngeren mal eine Chance geben. Sehen Sie, im nächsten Jahr werde ich das Renteneintrittsalter erreichen. Ich weiß, wie schwer es ist, sich aus einem Beruf zurückzuziehen, in dem man so erfolgreich ist. Nicht wahr? Die Deutschen wollten Sie ja immer gerne mal in einem hohen politischen Amt sehen. Ach, ich bin ja sehr zufrieden mit dem Job, den ich zurzeit habe. Na, wie dem auch sei, ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Bundeskanzlerin. Ich danke Ihnen, Herr Bundespräsident.